Vier Wochen war die weltgrößte Ziegelbrücke beeindruckende Kulisse für eine Freiluftkulturarena. Kinofilme, Gottesdienste, Reisereportage, Krimi-Theater, Lesung, Stimmenparodie und Live-Konzerte wurden im Autokinoformat aufgeführt. Spontan hinzu kamen drei Live-Übertragungen der dritten Ligaspiele des FSV Zwickau. Im Schnitt kamen rund 60 Autos mit je drei Personen pro Veranstaltung an die Brücke. Wegen fortlaufender gesetzlicher Lockerungen musste ständig am Angebot für das Autokinoformat gefeilt werden, denn im Umfeld fanden bereits kleinere Veranstaltungen mit freier Sitzgestaltung statt. Vor allem am langen Abschlusswochenende kam es nochmals zu einem Besucherandrang. Los ging's am Freitagabend mit einer Coverband aus dem Vogtland. Die sieben Musikerinnen und Musiker von Spur 13 zogen so viele Fans an die Göltstahlbrücke, dass der Platz bis ganz nach hinten gefüllt war. Von der ersten Minute an heizten sie den Besuchern ordentlich ein. Ihr Repertoire umfasste einfach alles, was Stimmung macht und zum Mitsingen animiert. Am gestrigen Sonntag dann die letzte Veranstaltung, das Drittligaspiel des FSV Zwickau gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Stadionsprecher Det Fischer begrüßte die zahlreich erschienenen Fans und verlas die Aufstellung beider Mannschaften. Dann ging's los und so schnell konnte man eigentlich gar nicht schauen, gingen die Gäste nach 3 Minuten auch schon in Führung. So, dann sind die Spiele und beginnt das schon, dass unsere Gäste aus Bayern mit 1:0 in Führung gehen. Torschütze der Spieler mit der Nummer 4, Alexander Müller, nach einer Unachtsamkeit in der Zwickauer Abwehr. Und als ob das nicht schon bitter genug war, klingelte es ganze 90 Sekunden später erneut im Gehäuse der Zwickauer und Unterhaching erhöhte auf 0:2. Doch die Zwickauer bewiesen Kampfgeist, gaben alles und glichen vor der Pause noch auf 2:2 aus. Nach der Pause ging es dann turbulent weiter. Schröter erhöhte zum 3:2 für die Zwickauer. Kurz darauf schaffte Unterhaching jedoch den Ausgleich zum 3:3. So blieb es letztendlich auch und damit steht der FSV nun knapp über dem Strich und muss am Mittwoch zum Auswärtsspiel nach Großaspach reisen. Für Veranstalter Kraus Event waren es 4 erfolgreiche, neue und spannende Wochen an der Göltstahlbrücke. Insgesamt 5000 Besucher fanden den Weg an die weltgrößte Ziegelbrücke, um die verschiedenen Events zu genießen.